Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder um die Ton-in-Ton-ATCs. Wir sind jetzt bei Set 46 bis 60 und es ist wieder alles dabei, also viel Spaß beim Zusehen. Der Tausch geht jetzt noch bis Ende Oktober. Wieso bin ich denn schon im Oktober? Ich meine natürlich bis Ende August und im September ist das Thema Sommer. Und wir fangen einmal mit ATC-Coins an und guckt sie euch an. Wir haben hier putzige, kleine, süße Monster. Sind die nicht knuffig? Wir haben hier auch einen dunklen, wobei der so gräulich ist. Orange, grün, lila, rosa. Richtig, richtig knuffig. Die sind von der lieben Heike. Und guckt mal. Seht ihr das? Wie die Augen glitzern? Also glänzen, besser gesagt. Finde ich richtig cool, die Idee. Und auch das Hintergrundpapier, das ist so leicht geprägt mit Stern. Ich hoffe, man kann das sehen. Also eine mega coole Idee. Und das sind die Kuschelmonster von der lieben Heike. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und die liebe Heike hat noch ein Set für uns. Guckt mal bitte, wie cool. Das Dschungelset. Wenn ich mich nicht irre, sind die Stanzteile hier im Hintergrund vom Kreativfalter. Weil die habe ich auch. Und ganz ehrlich, das fällt mir gerade erst aus. Als ich den Brief aufgemacht habe, hatte ich das nicht gesehen. Und ja, mega, mega cool. Und das hier ist Tapete. Ja, das ist Tapete mit einem Guckloch für das Tier. Und dann nochmal andere Tapete drüber. Das fühlt man direkt. Und der schwarze Karton, der glitzert auch so toll. Also mega cool. Das ist das Set im Dschungel. Mega, Heike. Mega geniale Idee. Vielen, vielen Dank für deine beiden Sets. Die nächsten drei Sets kommen von der lieben Ina. Luke ist diesmal nicht mit dabei, aber vielleicht beim Sommertausch wieder. Und guckt mal, wir fangen mit Grün an und ich liebe dieses Hintergrundpapier. Also das hier oben. Die anderen sind auch schön, aber das oben, das sieht so richtig irgendwie crunchy aus. Das mag ich total gerne. Weil es so aussieht wie so aufbrechender Boden. Und dann haben wir hier einen Washi-Streifen, Glitzer und dann die tollen Stanzteile. Hier die hell und es wird dann immer ein Strick dunkler. Und hier sind es dann zwei Washi-Streifen und unten ein breiter. Also eine mega coole Idee, mag ich total gerne. Und über Grün freut sich, glaube ich, jeder. Die drei Sets weichen wieder ein bisschen mehr ab, also voneinander. Da haben wir diese coole Blume. Finde ich auch mega cool. Und da sind super, super viele Halbperlen drauf. Dann diesen tollen, tollen Schmetterling. Und auch der Rand hier von der ATC sieht mega aus. Und die verliert so ein bisschen Blubberblabber und zieht quasi so einen Glitzerschein hinter sich. Und die kleine Biene macht das auch. Nur einmal im kleineren Stil. Und mir fällt gerade ein, ich habe euch gar nicht gesagt, wie die grünen ATCs heißen. Das ist Set in Set 3. Und wie gesagt, die liebe Ina hat ja auch einen YouTube-Kanal. Knossi-Ina-Kreativ. Hier könnt ihr das jetzt nochmal ganz gut sehen. Auch wie toll der Schmetterling glitzert. Und mit, wie gesagt, mit den ganzen Glitzersteinen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Und das Set ist dann Ton in Ton 2. Also ich zeige sie euch quasi einmal falsch rum. Und dann haben wir hier jetzt einen lilanen Traum. Guckt mal bitte. Und ich hoffe, ja, man sieht das ganz gut. Ich hole gleich ja eine raus. Das glänzt super, super schön. Da ist dann nochmal mit einem Washi-Streifen, um den Glitzer nochmal ein bisschen hervorzuheben. Und guckt mal. Seht ihr, wie das glänzt? Mega cool. Und seht ihr hier die Ecken? Das ist quasi so ein bisschen glänzendes Papier. Und da ist sie so drin rumgeschraubt, dass man quasi außenrum so einen Rahmen hat. Damit das so einen richtig crunchigen Effekt hat. Jetzt sieht man es richtig gut. Mega, mega coole Idee. Mag ich total leiden. Und das ist dann Ton in Ton Set 1. Ganz, ganz lieben Dank, Ina. Richtig coole Sets. Ich danke dir. Dann kommen wir jetzt zu den zwei Sets vom lieben Jens. Und das sind gar nicht zwei, es sind drei. Aber na, erzählen ist ja manchmal auch schwierig. Und von vorne sind das quasi hier so alte Noten, wo er dann aber noch mit Glitzerfarbe Noten drauf gemacht hat und so ein bisschen gecrunched hat. Ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus.
Und das ist quasi einmal die eine Seite. Und auf der Rückseite sind dann auch nochmal die Noten. Und er hat dann halt auch sein Schild so ein bisschen gecrunched. Ton in Ton, wörtlich genommen, Töne der Musik. Finde ich eine mega coole Idee, das so aufzugreifen. Und das andere Thema halt auch. Rasender Rolli. Mega. Richtig, richtig cool, Jens. Und sein YouTube-Kanal heißt Geht dich nix an 876. Ich danke dir, Jens. In einem ähnlichen Farbton sind auch seine zweiten ATCs. Und da muss ich gleich mal direkt eine rausholen, dass ihr das seht, was die Besonderheit ist. Und zwar ist das quasi so eine Junk Journal ATC. Hier nochmal mit Stern, mit alten Buchseiten, so einem Tag. Auf der Rückseite hat man wie so einen Brief. Finde ich, sieht auch sehr, sehr cool aus. Weil ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ne? Da ist auch richtig die Prägung noch drauf. Und es ist eine Tasche. Und da drin ist quasi sein Tag, wie diese ATC heißt. Und die hat er halt auch richtig toll eingefärbt. Und das finde ich eine richtig, richtig coole Idee. Und das Set heißt Post für dich. Richtig, richtig kreativ. Mega cool. Vielen, vielen Dank, Jens. Und ihr seht schon, das letzte Set, das geht in eine ganz andere Richtung. Mensch, ist denn schon Weihnachten? Wie cool sind die denn? Ich finde, das sieht hier mit diesem Geschmiere mega cool aus. Richtig schöne Landschaft, auch hier mit den Wolken so ein bisschen. Also ich finde das eine richtig coole Idee. Und guck mal, da sieht man jetzt, wie gut das alles spiegelt. Hier haben wir, ich glaube, das könnte so eine Glitzerfolie sein vom Action. Und da oben dann auch. Ja, ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Vielen, vielen Dank, Jens. Und die ATC heißt Silberwinterschleier. Sehr, sehr coole Idee. Danke dir. Guckt euch diese tollen Blautöne an. Diese ATCs sind von der Kartenbastelmaus. Das sind zwei Sets. Und guckt mal, wie euch das Blau entgegenleuchtet. Mega, mega schön. Ich zeige euch das mal alles so langsam ein bisschen. Sie sind halt alle individuell. Klar, von der Machart ähnlich, aber unfassbar cool. Und auch bei den Papieren. Wir haben halt matte Papiere bei, aber auch glänzende, wodurch das wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt hat. Einfach mal blau machen. Ich finde die mega. Richtig, richtig cool. Titel ist auch einfach mal blau machen. Und wie gesagt, die sind von der lieben Karten. Mensch, als wenn Karten so ein schweres Wort wäre. Von der lieben Kartenbastelmaus. Das hat immer noch nicht so gut geklappt. Aber wie gesagt, ihr konntet es ja auch lesen. Und jetzt kommen wir noch zu ihrem zweiten Set. Und das ist so süß. Guckt mal, die kleine Schildkröte. Und dann so in tollen Minttönen. Rosa, gelb, orange, rot, blau, braun und lila. Guckt sie euch an. Sind die nicht der Oberknaller? Ich bin richtig verliebt. Wie gesagt, diesen Hintergrund. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Idee klaue. Also, klaue. Sie wird komplett anders aussehen. Aber die Idee finde ich tatsächlich mega cool. Und diese kleine Schildkröte ist einfach zuckersüß. Einfarbig, aber nicht eintönig. So ein cooler Spruch zu diesem Thema. Mega. Und das ist auch dann der Name von der ATC. Also meine Liebe, auch ganz lieben Dank an dich. Die sind wirklich richtig bezaubernd. So, und die letzten fünf Sets für heute sind von der lieben Diana. Und wir fangen hier einmal an. Hallo Powerfrau. Ich finde das mega genial. Mit diesem High Heel und dem Lippenstift und diesem kleinen Sprenkelchen im Hintergrund. Finde ich, hat das was total Episches. Hier könnt ihr das, glaube ich, noch mal ganz gut sehen. Hallo Powerfrau. Und die Sachen von ihr sind eigentlich fast immer von Stampin' Up. Und das ist das Set Powerfrau. Die gefallen mir schon mal richtig gut. Dann haben wir auch das Set ein für einen tollen Mann mit dieser blauen Schleife, die ich tatsächlich auch richtig niedlich finde. Die ist ja eigentlich total schlicht. Aber ich finde, es sieht super schön und elegant aus. Also, ja, mag ich auch total leiden. Und die ATC heißt Toller Mann.
So, vergesst, was ich gesagt habe. Das Set ist von Kreativdepot. Das habe ich nämlich auch und ich liebe diesen Stempel. Sommerglück und dann in diesem richtig schönen Lila. Guckt doch einfach, wie schön das aussieht. Und auch dieser Stempel, der ist einfach wunderschön. Richtig toll. Und das ist das Set Sommerglück. Vielen Dank, Diana. So, und diese Blume ist von Creative Smile. Ja, also heute stimmt meine Prognose nicht so gut. Und oh, ich bin ja auch irgendwie im Gelbfieber, ne? Ich weiß nicht genau warum, aber Gelb hat mich ja echt ein bisschen in Beschlag genommen. Für dich. Und dann mit diesem tollen Hintergrund und den tollen Gänseblümchen. Und ich finde auch, das sieht richtig, richtig rund aus. Und das ist die Ton-in-Ton ATC Gelb. Und last but not least heute ist mal alles zu viel. Lass einfach los und dann so Blätter, die vom Himmel fallen. Also ich finde, der Spruch passt da richtig gut. Und diese Hintergrundblätter sehen natürlich sehr, sehr cool aus in Kombination zu der Stanze. Also finde ich auch eine richtig coole Idee. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen, dass die Blätter so ein bisschen einen Aquarell-Look haben und auch das große Blatt hier nochmal eingefärbt worden ist. Und das ist das Set Blatt. Vielen, vielen Dank für deine 5 Sets. Und ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Das waren tatsächlich schon die nächsten 15 ATC-Bögen. Mega, wirklich. Ein Riesenherzchen an euch alle. Das ist so ein cooler Tausch wieder. Und ich muss sagen, es ist auch ganz schön, nicht nach jedem Video Hunger zu haben. Oh, herrlich. Also, ja, macht weiter fleißig mit und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.